Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Jahr benötigen wir jede Menge Mittelwände für unsere Bienen, die wir eben schon gesehen haben. Heute geht es um den Bau solcher Mittelwände. Viel Spaß bei dem Video und los geht's! Zunächst müssen wir solche Rähmchen bauen, wo nachher dann die Wachsmittelwände eingelötet werden. Für die Rahmen haben wir verschiedene Leisten. Zwei kleinere Leisten mit einem Platzhalter, eine größere Leiste mit einem Überstand und eine lange Verbindungsleiste. Zunächst stecken wir alle Leisten ineinander. Mit einem Buch richten wir die Leisten in einen rechten Winkel, sodass nachher auch das Rähmchen schön gerade ist. Danach wird genagelt. Ich nehme dafür jeweils zwei Nägel, sodass nachher die Rähmchen auch stabil sind. Noch einmal nachprüfen, denn Fehler lassen sich später nur schwer korrigieren. Im nächsten Schritt wird gedrahtet, sodass nachher die Wachsmittelwand auch stabil sitzt. Hierfür verwende ich ein spezielles Draht für Mittelwände. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Hierfür ziehen wir das Draht durch die vorgegebenen Löcher an der Seite. Danach schlagen wir einen Nagel an der einen Seite des Rahmens ein. Jedoch lassen wir den Nagel ein kleines Stückchen herausschauen. Jetzt wickeln wir den Draht an den Nagel auf. Jetzt schlagen wir den mit Draht umwickelten Nagel in das Holz hinein, sodass der Draht befestigt ist. Das gleiche wiederholen wir am anderen Ende der Leiste. Zuvor müssen jedoch alle Drähte fest und stramm gezogen werden, damit nachher auch die Mittelwand gut sitzt. Mit einer Zange wird nun der Draht durchtrennt. Im letzten Schritt werden solche Wachsmittelwände auf den Draht gelötet. Da sich aber das Bienenwachs bei der wärmeren Temperatur in dem Bienenstock ausdehnen und daher wellen würde, müssen wir die Mittelwände ein kleines bisschen einkürzen, um dies zu verhindern.
Das abgeschnittene Wachs wird natürlich aufgehoben, denn daraus können neue Mittelwände hergestellt werden. Zum Einlöten der Mittelwände benötigen wir einen Trafo. Ich verwende hierfür einen mit 12 Volt. Wir halten die beiden Enden des Trafos an den Draht. Durch die dabei entstehende Hitze wird die Mittelwand leicht angeschmolzen und in den Draht hineingedrückt. Und so sieht dann der fertige Rahmen mit der Mittelwand aus. Im Frühling kommen dann die Mittelwände in den Bienenstock hinein. Diese werden dann von den Bienen zu richtigen Waben ausgebaut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, sodass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns in einer der nächsten Videos mal wieder.